Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir sind beim letzten Mal am Küstenstandort Magazzino stehen geblieben und da hatten wir noch eine Konfrontation mit jemandem, den es auszuschalten galt, einem Scharfschützen, der auch schon in Sniper Elite 3 anzutreffen war. Ich habe Teil 3 selber nie gespielt. Also zumindest nie so weit, als dass ich sagen kann, ich weiß, wer das gewesen ist. Hier liegt er. Es gab dafür auch eine kleine Herausforderung hier innerhalb dieser Mission, dass wir ihn halt beim zweiten Aufeinandertreffen mit einem Nahkampfkill nun endlich beseitigen. So war es zumindest vorhergesehen. Und nun verschaffen wir uns nochmal einen Überblick hier über die Lage. Es ist bei mir schon wieder gefühlt, lass es 2,5 Wochen her sein, dass ich hier das letzte Mal in der Materie drin war. Deswegen verschaffe ich mir noch mal einen Überblick. Da hinten liegt schon mal ein Dokument für uns. Aber ich schätze mal, es wird noch ein bisschen da auf uns warten müssen. Da scheint es gerade einen Appell zu geben von dem netten Offizier. Irgendwo da oben saß auch der Scharfschütze, der uns mehr als nur ein bisschen genervt hatte zum Ende hin des letzten zur letzten Aufnahme. Und wir haben halt noch das andere Problem, dass der andere Sniper da hinten uns ja auch noch sehen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Was mein Plan jetzt ist: Wir müssen versuchen, uns hier mal auf die andere Seite zu schlagen. Dass wir nämlich hier zu dem anderen Scharfschützenposten kommen. Dann hätten wir nämlich schon mal 2 von 3 insgesamt ausgeschaltet. Ich würde sogar sagen, in der Story selber, in den 8 insgesamten Story-Missionen, ist dieses Level hier, was die Scharfschützenverteilung angeht, wirklich das härteste Aufeinandertreffen. Natürlich muss man das auch unter der Rücksicht betrachten, dass, wenn man sie ganz normal ausschalten würde, würde ich das nicht unbedingt als Argument ins Feld führen. Allerdings, wir versuchen das ja mal im Mega-Hardcore-Modus hier durchzuziehen. Und dementsprechend die Leute nur mit Nahkampfattacken und dem dem Messer wegzusnacken, das ist gleich was ganz anderes. Wenn man sich das nochmal ins Gedächtnis ruft, dann haben wir hier eine Herausforderung vor uns, die alles andere als einfach ist. Wir haben schon so einiges geschafft. Wir machen davor jetzt auch nicht Halt. Es wäre gelacht. So, die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das? Wir sind zwar schon gut gekleidet, aber unsichtbar sind wir ja für das gegnerische Auge trotzdem nicht. Der scheint erstmal da oben stehen zu bleiben. Sind das seine Fußschritte, die ich da höre, oder ist er nicht alleine? Er ist nicht alleine. Das macht's nicht gerade besser. Hast du das gehört? Da war ein Geräusch.
Was war okay, das? Er dreht sich schon mal um, gut. Schade. Schade, schade. Ah, oh, das ist echt mies. Spielladen, was haben wir denn da? Ja, gehen wir mal eine Minute nochmal im Kampfgeschehen zurück. Ja, diese Verteilung von den Sniper-Posten, das ist halt wirklich schon hardcore. Also. Ich hab was gehört. Ja, geh mal nachsehen. Vielleicht versuchen wir es jetzt nochmal. Jetzt oder nie? Okay, sauber. Das hat schon viel besser funktioniert. Ja, man merkt, die Zeitfenster, die uns da zur Verfügung stehen, die werden halt auch immer kleiner. Aber... Achso, wir haben noch gar keine Unterschallmunition, wie ich es gerade sehe. Aha, ja, deswegen habe ich gerade auch den Schalldämpfer vermisst. Aber wie ein einziger Kill schon mal ein Erfolg sein kann, das kann man unter Umständen, ich will das jetzt hier nicht als Alleinstellungsmerkmal hervorheben, aber das kann man halt in dem Let's Play wirklich ganz gut mitverfolgen. Und anscheinend hat er seinen Kumpel ja noch nicht gefunden. Doch, jetzt kommt er wieder. Er ist tot. Oh mein Gott, er ist tot. Okay, jetzt holt er seine anderen Leute. Wir müssen nochmal schauen, dass wir uns hier ein bisschen auf Abstand halten. Freunde. Das wird eng. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir hier wirklich einigermaßen verhältnismäßig. Ja, okay, gut. Da habe ich jetzt natürlich ausnahmsweise nicht hingeguckt. Aber es ist ein guter Spot. Also es wäre ein guter Spot gewesen. Sag ich mal so. Okay. Da müssen wir uns was anderes einfallen, weil wir wollen da ja rüber. Nicht wahr? Was war das? Ganz eindeutig. Ja, Leute, geht mal nachschauen. Ach Leute, dieser eine Typ. Ja, aber ist kein Problem, wir kriegen das noch hin. Es gibt nichts, was man nicht schaffen könnte, das wollte ich sagen. So, und jetzt bitte dreht euch mal alle um. Ich weiß jetzt nicht, ob der andere... Alter, ey, das ist doch... So, da ganz hinten steht immer noch der Sniper und hier links haben wir den Schützen aus dem Arsch.
So kann ich hier... So kann ich hier keinen Millimeter wirklich vorankommen. Damn you! Damn you, Alter! Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch echt nicht mehr normal hier. Ja, Digga, ist okay. Hab's verstanden. Ja, man kommt hier auch nicht weg, ne? Also... Wie hat er mich denn eben gerade nicht sehen können, aber jetzt auf einmal sieht er mich, oder was? Verarsch mich doch nicht. Das ist unfassbar, ne? Das ist unfreaking believable, was hier gerade abgeht. Kannst du ja echt die Zähne dran ausbeißen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was war das? Ein schwieriger Prozess, aber den müssen wir leider hinter uns kriegen. Ich kann jetzt gerade leider nicht nach hinten gucken, weil sonst steht unsere Figur hier leider wieder auf. So, jetzt aber. Bitte. Das ist doch... Alter. Aber wir können da... Es geht halt auch einfach nicht, ne? Es geht nicht. Ich sehe schon, das wird der erste optionale Part, den man eventuell sogar skippen kann. Holy shit. Ja, wie soll man... Also Leute, wie soll das gehen? Das ist sogar einer mit einer Panzerfaust, wenn ich das also richtig sehe, ne? Wie kann man das schaffen? Wie kann man das jetzt hinkriegen? Nach rechts können wir nicht und dahin geht's auch nicht weiter, also. Moment, ich habe ein Geräusch. Anscheinend hören sie den ersten Stein noch gar nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Blattwerk hier hinter uns den anderen Sniper erstmal auf Abstand hält. Was ist das bitte, ey? Oh. Nein! Nein! Das gucke ich mir mal an. Hallo Leute. Ey, wollt mich doch verarschen, Alter. Kann das sein?
Das ist eine gute Frage, was das war. Mach das mal, aber ich bin weg. Ey, jetzt bitte, bleibt auf eurer Seite. Es hat jetzt mal funktioniert, ja? Lasst mir doch mal diesen Moment. Ich hab so Angst, ne? Nein! Alter, mir gehen bald die Punkte aus, Mann. Nee, den da will ich. Ja, egal wie man das versucht, ne? Es funktioniert einfach nicht. Aber ich will das jetzt schaffen. Augenblick! Ich hab da was gesehen! Da! Ein Geräusch, ganz eindeutig. Sofort mit der Ladedeus. Werden! Alter, ich krieg ja noch graue Haare. Ja, ich weiß es auch nicht, Mann. Da bewegt sich was. Hier bewegt sich gar nichts, Mann. Ja, es ist doch Wahnsinn. Das ist doch einfach abartig, was hier gerade abgeht. Ja. Genau, geh mal wieder. Oh, geht mal alle wieder weg. Haben wir es jetzt tatsächlich geschafft? Ich wage ja noch nicht mal mehr auf den Timer zu gucken. Okay. Doch nicht dein Ernst, Alter. Ja, okay, immerhin. Oh. Hätten wir das jetzt nochmal machen müssen, ne? Heiliger Bimbam. Ach so, eine kleine Anmerkung, mal so am Rande, ne? Diese Tür, die da sich uns gegenüber befindet. Der Eingang hier. Das ist, auch schon, könnte man meinen, das Ende der Mission. Weil, finde Kessler, der ist halt da drin. Und ich sag mal so, wir haben halt vom Beginn aus uns für den linken Weg entschieden. Und wir sind jetzt hier oben. Theoretisch könnte man die Mission, ich weiß gar nicht, ob das geht, unter Berücksichtigung der anderen Ziele, das Ding schon abschließen. Was wir natürlich nicht tun. Aber das wollte ich halt mal so erwähnt haben. Ich weiß aber auch wirklich nicht, ob sich die Situation jetzt für uns hier auch tatsächlich gebessert hat oder nicht. Alles in allem ist es nach wie vor echt beklemmend.
das sieht aber nach einem guten Fortschritt aus, was wir hier gerade machen. Das war doch mal ein Run, ey. Wir haben jetzt... Ja, okay. Jetzt schaue ich mal auf den Timer. Gut, noch 7,5 Minuten. Wir haben jetzt mehr geschafft als im ganzen restlichen Part der Aufnahme. Schaut euch mal den Verein da unten an, ey. Ich meine, klar, wir werden auf jeden Fall noch jeden einzelnen davon ums Eck bringen. Okay, er biegt ab. Sehr gut. Aber das muss halt noch ein bisschen dauern. Beziehungsweise nicht dauern. Klar, das wird es auch tun, aber es muss noch ein bisschen auf sich warten. Okay. Das ist halt jetzt die zweite Scheiße. Wo ist jetzt der andere Typ hin? Achso, es muss ein... Ja, okay. Der kommt erst wieder hoch. Alles klar. Franz. Ich muss ja sagen, Leute, ihr macht hier in dem Level echt einen verdammt guten Job. Keine Frage. Hands down, Alter. Die Leute haben es einfach drauf. Ich glaube sogar von hier ist das sogar noch eine noch bessere Chance als das, was ich gerade eben versuchen wollte. Digga, wie denn? Was? Ja, okay. Auch wenn das für eine menschliche Silhouette ein bisschen schwer zu erkennen sein müsste, wenn da quasi... Ja, so ein hockender Typ hinter einer Treppe sitzt. Aber nichtsdestotrotz, die Lernkurve ist in diesem Spiel ja, beziehungsweise in dem Level hier, alles andere als milde. Und auch wenn das wahrscheinlich bis jetzt der meiste oder der Part sein wird mit den meisten Checkpoints, die geladen werden mussten, um überhaupt einen Fortschritt zu erzielen, das ist mir verhältnismäßig egal, weil... Ich will ja nicht übertreiben, aber macht es erstmal nach. Jetzt hat er sogar noch einen weiteren Checkpoint gespeichert. Aha. Schaut er wahrscheinlich wieder bei uns rüber. Hm, genau. Genau. Okay, also dementsprechend hat er dann wahrscheinlich auch nur zwei Positionen, wohin er sich dann von A nach B bewegen tut. So, wenn er jetzt gleich rüber geht, dann müssen wir die Möglichkeit ergreifen und uns auch auf den Weg machen. Hä? Nein, jetzt ist er ja auch wieder da. Ah. Und die Geräuschüberlagerung wäre natürlich auch noch sehr von Vorteil, wenn wir das auch noch mitnehmen würden. Thank you.
Ja, noch ist es zu gefährlich. Noch bringt es nichts, uns hier von der Stelle zu bewegen. Komm, Franz, jetzt steck doch mal dein Gewehr weg, Alter. Geh doch mal zur Kaffeepause. Mach irgendwas, aber geh uns nicht auf den Nerv. Danke. Jetzt dreht er sich wenigstens ja schon mal um. Das ist auch schon mal ein Vorteil für uns. Jetzt nochmal eine Geräuschüberlagerung. Kommt schon, Leute. Helft mir aus. Der Typ hat einfach im Hinterkopf auch Augen, ey. Kann man mir sagen, was man will. Kannst du sagen, nix. Wo war er denn jetzt? Ja, die Flak, die will ich ja gar nicht sehen. Ja, er war da hinten. Wie konnte es dann denn bitte gerade sein, dass er uns gesehen hat? What? Ja, das bringt jetzt auch wieder nichts. Alter, das ist die Qual, ich sag's euch. Also schlimmer als in dem Level wird es wahrscheinlich nirgends mehr werden. Zumindest nicht in der Hauptstory, so viel kann ich sagen. Ach, jetzt geht er ganz weg. Okay. Hat er seine Runde hier oben abgeschlossen? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Mich so kirre, wenn ich nicht weiß, wo der Typ ist, ne? Alter Verwalter. Gleich sieht er uns wahrscheinlich wieder. Alter, es ist so. Es ist doch nicht normal, Junge. Ey. Boah. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Ich nehme die Flak jetzt nochmal raus. Ich will ja nicht das Ding sehen. Ich will ja wissen, wo er ist. Wo ist er denn? Hä? Ja, da macht sich das Spiel aber auch. Das ist ziemlich einfach. Ja, der Timer geht. Gut, Freunde. Bleiben wir erstmal hier sitzen. Und ich hoffe, wirklich inständig, ich hoffe, dass wir beim nächsten Part es wenigstens schaffen, den Sniper zu erledigen, der direkt über uns sitzt. Und versuchen können, wenigstens halbwegs wieder ein bisschen mehr Abwechslung in das Spiel reinzubringen, also halt von dem, was man sehen könnte. Aber selbst wenn der Part, ich muss es ja wirklich selber eingestehen, extrem langweilig sein muss für die Leute, die sich das angenommen, es gibt Leute, die sich das Let's Play bis hierhin angesehen haben, was ich ja nicht weiß, dann erstmal Props gehen raus an euch. Aber ich kann halt auch verstehen, wenn man den Part, ja, keine Ahnung, im 5er-Minuten-Schritt einfach mal kurz reinschaut. Okay, wo ist er jetzt? Ich werde das auf jeden Fall als... Ja, ob, also ich würde es ja schon als optionalen Part betiteln wollen. Dennoch haben wir einen kleinen Fortschritt erzielt. Wir sind ja vorangekommen. Ich muss mal gucken. Vielleicht schreibe ich das einfach in Klammern und dann... Ist das so ein Mittelweg, den ich da irgendwie finden muss als Kompromiss für euch als auch für mich. Aber das lasst erstmal meine Sorge sein. Ich bedanke mich auch diesmal wieder für die Leute, die reingeschaltet haben und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Elite 4.